So, moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Ja, natürlich, da sind wir wieder. Entschuldige bitte. Wie gesagt, ich habe hier einen frischen Tee. Die Sonne geht gerade atemberaubend auf. Ich habe das Gamma wieder runtergesetzt, damit das hier so ein bisschen. Ich mag diese Stimmung einfach. So, und dann ist natürlich jetzt Dusch, da fliegen wir jetzt Richtung Sonne. Jawohl. Ich will da auch gar nicht gucken. Ich weiß, da gibt es Wibbern und die sind echt hartnäckig. Die haben auf jeden Fall mehr Ausdauer als wir. Insofern spare ich mir einen genaueren Blick da rein. Das macht man andermal, wenn ich, ne, wenn ich weiß, wo ich wohne und dann vielleicht auch mit einem Agi oder mit einer Eule. Schon noch ganz schön duscht, aber das sieht echt mega geil aus. Uiuiui. So, dann direkt mal hier. Zick. Na, so fliegen. Ach so, nee, dann sehe ich die Ausdauer von dem Guten nicht. Nochmal ein Schneegebiet? Nochmal so geile Wasserfälle. Naja, ein schön finster. Wie spät ist es? 6 Uhr. Naja, wird gleich heller, Leute. Wird gleich heller. Dann könnt ihr hier auch im Wald mehr sehen. Ist das schon wieder voll? Es geht viel schneller, seit ich dir das Fleisch reingelegt habe. Oh Leute, das habe ich vorher vergessen, das Fleisch, was ich ins Feuer gelegt habe. Das war eigentlich seine Wegzehrung. Oh, schön. Ja, wir gucken uns das auf dem Rückweg an, dann seht ihr auch was davon. Gehört halt alles mit zur Vulkaninsel, auch wenn es echt schön aussieht. Hier unten, als wäre Schnee, aber das ist nur. Nicht gerade so merkwürdig ist. Was ist denn da hinten das Grüne? Ist da so ein Fragezeichen? Nee. Fragezeichen ist da weiter drin. Was ist denn das Grüne da? Also nicht verraten, wenn ich solche Fragen stelle, meine ich nicht, dass ich dann eine Antwort erwarte. Doch hier. Ah, ein Rex. Boah, ist hier Action. Ich will aber trotzdem wissen, was da so leuchtet. Boah, jetzt ist mir heiß. Können wir mal höher steigen? Ohne so schnell. Was kommt da aus dem Wasser? Ist das radioaktiv, wa? Oh, leuchtende Viecher. Da holen wir uns auch. Oh! Aber Wibber will ich keine jetzt sehen, weil wenn man sie sehen, sieht sie uns. Okay, also wir wollten uns das hier anschauen. Da ist eine Rune. Ein schön duscht er hier noch. Ich hole mir nur schnell die Rune, dann fliegen wir einmal rum um die Insel. Da ist hoffentlich mehr Licht. Der hat schon einige Levels bekommen hier durch diese Runen. Habe ich ihm ordentlich Ausdauer drauf gepackt. Auch wenn die verschwendet sind, was jetzt hier das Looten und so weiter angeht. Die leveln so schnell in diesem Spiel. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Insofern ist es nicht vergeudet. Schön. Schönes, saftiges Island.
das Mammutbäume da hinten? Ist da dann der richtige Dschungel? Sind gar keine Viecher. Ach doch, da. Da ist irgendwas in den Bäumen. Natürlich, Klauvögel. Wie soll es auch anders sein? Was ist das denn da? Ach, das ist, da gibt es so ein Schwefel, heißt das so? Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier am Land lang und gucken, was das da hinten ist. Mann, 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 Mann. So viel zu entdecken. Spookies. Ansonsten scheint es hier eine fleischfresserfreie Insel zu sein. Aber diesmal richtig weit weg vom Schuss. Teil gibt es hier sogar. Wow. Und die würden ja dann verschwinden, wenn man hier anfängt zu bauen. Und die mal abknallt, dann spawnen die auch nicht mehr. So, na dann schauen wir doch mal. Da ist wieder so ein Schiffswrack. Das sind so Blumen. Ich dachte gerade, da ist so eine Schlange, die mega bunt ist. Hier kommt man schön hoch ins Gebirge. Setz dich doch. Scheint es auch recht ruhig zu sein. So, mal hier. Boah, schreck mich doch nicht so. Mach mir hier nicht so. Soll ich so ins Ohr bubseln hier? Wir fliegen erstmal außen rum und dann weiter drin wieder zurück. Ist das ein merkwürdiger Felsen? Ist das Metall? Hier ist wiederum gar nicht so viel los, ne? Oder hier sind ganz viele kleine und ein großer Alpha läuft hier rum, frisst sie alle. Boah, da müssen wir jetzt mal kurz gucken. Die Plattform da oben. Da können wir auch kurz. Oh, die Ausdauer ist schon wesentlich besser. Lieber erstmal gucken, bevor wir uns hinsetzen. Geht ein Weg hoch. Sind ganz viele Gallimimusse. Frische. Blitzen da rum. Ach man, ist das schön hier überall. Ich glaube, das ist das, was ich meine, ne? Diese Insel da drüben. Der sieht ja auch cool aus da. Ist das ein Argentavis? Das ist eine Schneeeule. R Snow Oil? Was heißt denn das? Wofür steht denn das R? Das könnt ihr mir mal sagen. Ist das so wie diese X-Viecher in wo war das? Genesis? Uiuiui, was ist das denn Schönes? Ah, hier könnten. Da ist der Dschungel. Da gibt es lauter tolle Tiere. Terrorbirds. Boah, das ist ja schön hier. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie kommt man da hoch mit all seinen Viechessen? Da, Gallimimus. Ich bin auf jeden Fall mal da hoch. Hier ist wie so ein Riff. Boah, ist das schön. Aha. Oh, ein Kristall. Hier ist ja schön. Was ist das?
Ist das eine Statue oder ist das ein Bösewicht? Hier zum Beispiel. Genau. Da ist der Dschungel. Der ist so schön, aber so tödlich und gefährlich. Ich glaube, da gab es dann auch die Viecher, die in den Bäumen rumkrabbeln. Ich würde hier trotzdem kurz mal absteigen wollen. Achso, wir nehmen erst die Neurone wieder zusammen. Guck mal, da hat jemand Blumen gelegt. Der hat diese Maske auf. Und zeigt ein Herz. Cool. Und hier drüben ist der Dschungel. Da ist ein Raptor. Wunderbar, der Female. Er hat uns gesehen. Cool. Ja, sorry Leute, das ist halt für euch wahrscheinlich sehr langweilig mit diesen Rundflügen, aber wenn ich die Folgen weglasse, ist es dann auch verkehrt. Oh, da ist eine Rune, aber... Der Dschungel ist hier film. Ich bin so am Staunen, ich bin so geflasht jedes Mal von diesen Maps von Ark. Jetzt lad doch mal die Dinos, hier sind doch bestimmt welche. Das ist ein Schubsi. Okay. Hier ist es schön. Oh, cool. Hier ist es bestimmt auch nie kalt. Flup. So, und wenn ich mich richtig erinnere, ging es hier irgendwo in eine Höhle rein. Und das würde ich mir gerne angucken, ob das gefixt wurde. Dem Wasser. Ich hoffe natürlich, ich werde jetzt hier nicht vom Baum an. Hier ist es nicht. Mist. Was bist denn du? Oh, ein Dingsi-Bumsi hier. Wie heißen sie? Oh, die sind auch cool. Ja, ich hab's nicht so mit den Namen. Das sind alles Dingsi-Bumsis. Wo war diese... Müssen wir uns kurz irgendwo hinsetzen. Ganz, 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 ganz. Gut. Oh, diese Farben, ey. Da werde ich schwach. Ja, ist so. Da bin ich ganz durch und durch, Mädchen. Auch ein Haufen Petris hier. Die fühlen sich hier auch wohl. Gallimimus. Ragnarok habe ich mal im Dschungel gebaut. Da habe ich mir so eine Baumplattform. Wo war diese Höhle? Ich bin mir ziemlich sicher, das war am Meer. Stimmt hier noch ein Stück weiter rein. Ich würde da nochmal nachgucken wollen. Ja.
erstmal mal ein Stückchen raus. Sicherheitshalber. Mal weiter gucken. Tummel da unten jetzt dann doch. Okay, dann setzen wir uns hier mal ganz kurz. Hast du noch Fisch? Es wird weniger und weniger, ne? Ist alles Schnee oder es ist schon außerhalb der Map? Nee, es ist so weit draußen. War das nicht, oder? Kann natürlich sein, dass es hinten quasi war, auf der anderen Seite. Hier ist schon wieder Schneegebiet. Ist da oben. Echt, sind wir schon wieder so lange unterwegs? Mittag. Ja. Mir ja mal sagen, ob er das langweilig findet, wenn ich hier nur so rumfliege und mich durch die Gegend staune. Dann mache ich das ohne Aufnahme in Zukunft. Oder ob ihr das sehen möchtet. Da bin ich mir immer unsicher bei solchen Sachen. Wer scheucht hier wieder alle auf? Na klar, ein Spooky. Wir müssen auch nochmal sitzen. Da ist so ein Affenmensch-Typi, Heinzi. Die sind irgendwie, finde ich, die gruselig. Ich weiß nicht. Die sind gruselig. Vermutlich, weil sie uns so ähnlich sind. Petri ist hier. 45, der ist ja auch cool. Orange. Okay. Das ist noch so eine Rune. Komm, wir nehmen die mit. Will nicht mehr. Ganz schön laut, dieser Wasserfall. Mann, wo war das denn nur? Weil das wäre natürlich perfekt. So eine Höhle. Weil in der Höhle war Wasser, aber das hat leider nicht funktioniert. Deswegen war das nachher keine Option, da zu wohnen. Weil sicherer kannst du nicht wohnen als in so einer Höhle. Tor drauf und dann kannst du dich entfalten. Aber dafür müsste ich sie wiederfinden. Hier könnte man ja mit dem Floß hinfahren, würde dann vielleicht doch irgendwie mit den Dinos hier hochkommen. Da würde ich dann auch Rampen bauen und so weiter. Ich weiß, wir müssen uns irgendwo hinsetzen. Dimitris. Und sind da endlich mal Schafe?
guckt euch das an, wie schön es hier ist mit diesen natürlichen Brücken. Jetzt macht jetzt mal auf eine drauf. Wir sind jetzt einfach mal lebensmüde. Echt, ich habe auch 10 Level. Mach mal ruhig 40. Da kannst du ruhig auf 300 gehen. Okay, das ist laut. Auch falsch und es war nicht direkt am Meer. Ich weiß, die war in der Nähe von so einem Wasserfall. Da ging dann so ein Weg ab und da war dann diese eine schöne Höhle. Nee. Hier sind wir ja schon wieder raus aus der ganzen Geschichte. Schade. Das wäre es gewesen jetzt. Dann gucken wir halt nochmal da ganz hoch. Schade, schade, schade. Da hinten ist wieder so ein Herbstwald. Okay. Ja, geht mal hier hoch. Überall Dimitris. Und Argentavis. Und Saber. Wir bleiben mal hier am Meer. Das ist ein Tapetara. Ah, hier ist diese riesige Zwergen. Ruineburg? Was ist da? Ah, ein Dingschen. Was hängt da immer? Was bist du? Ein Rex? Ach, guck mal, Alus. Die verstecken sich da. Das ist ja unglaublich. Ha. Auch wieder ein wunderschöner Dimitri da. Hier geht's ja raus. Aber das ist doch ein Rex, oder nicht? Rex. Und das da? Auch ein Rex. 145er Männchen und das da? Ach, der will den Dimitri. Was ist denn du für eins? Zeig dich mal, die sind da reingeglitscht. Die könnte man da zähmen. Du bist das Männchen? Das 50er Männchen und die Hohe liegt da drin? Dein Ernst? So kriege ich denn euch jetzt wieder nicht mehr. 145er Männchen, nee, das ist schon eher. Nicht hier runterspringen, dann bist du tot, Mäuschen. Ja, dein Wendekreis ist natürlich... Tja, und nun? Tja. Dumm gelaufen, wa? Du bist ja blöd, ey. So wird man übrigens auch alphaslos. Zumindest aus seiner Base oder aus seiner Nähe. Einfach dazu bringen, irgendeinen Abhang runterzurennen. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon gesehen. Und da gehen wir jetzt nicht rein, weil... kriegen wir die Mütze voll. Was liegt da? Achso, was liegt denn? Ein Haufen Petris gibt's hier.
Der ganzen Map aber. Also ich konnte mal auf so ein Ding hier landen. Früher. Die sind bestimmt Springkrokodile. Hallo? 50? 140? Das sind einige. Das ist ein Äffchen. Okay. Und wie, ach ja, genau, wir sind ja einmal außenrum. So, wir haben noch aber hier irgendwo den Herbstwald gesehen. Da würde ich jetzt noch mal hinfliegen wollen. Um zu gucken, ob ich da vielleicht meine Base hatte. War doch da. Aber da ist es auch so kalt. Gleich wieder außen. Hier ist noch eine Honig. Nehmen wir mit. Ne? Genau. Hoppala. Flug. 11. Ist trotzdem gar nichts. Okay. 200. Oh ja. Ist eine Sicht. Zwerg. 2. Na, immer außen rum. Cool, das habe ich schon mal gesehen. Daran erinnere ich mich noch. Und hier sind genau hier sind ein paar Häuser. Da waren auch viele Raptoren immer. Ja, Kanu. Sieht schon cool aus. Hat sich Ena echt Mühe gegeben hier mit der Map. Richtig, richtig schön. Da sind die Raptoren. So, lass uns doch hier mal noch mal gucken. Hin. Lieber jetzt, wo es noch geht. Was? Wer schreit hier rum? Mit diesen vielen tausenden Leveln können wir ja höchstwahrscheinlich bald einen Argentavis-Sattel machen. Und vielleicht sogar auch die Eulen. Wir brauchen halt Schafe. Wir brauchen Hammelfleisch. Das ist ohnehin viel besser zum Zähmen. Ich habe aber noch keine gesehen. Baryonyx. Argentavis, Tatsache. Wow, Chitin haufenweise. Oh, die gehen auch schon. Ja, wir brauchen eine Base, Leute. Aber der Argentavis, das wäre ein Nümmerle. Was ist das hier? Wo ist denn die? Die ist hier gar nicht. Das ist dann auch eher so eine. Hier, 61, den können wir auch schon bauen. Okay, 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 okay. Ich mache die mal alle wieder aus. All die uns nur schickig machen. Mach die an, wenn ich die gezielt suche. So, mach mal aus da oben das Ding. Hallo. So. Und dann ist es nämlich schon wieder überhaupt kein Problem, unsere Tierchen in irgendeine Base zu bekommen.
was uns mit der Wahl noch flexibler macht. Und wir könnten tatsächlich überlegen, oder ich besser gesagt, an diesen See zurückzugehen. Da war es wirklich, wirklich schön. Und von da aus kann man dann auch gut... Oh, jetzt ist er weggeflogen? Nee. Das ist so ein Dingsi. Oh, wie heißen die? So eine mythische Flugdingsi. Ich glaube, der ist auch sehr geduldig, wenn er einen verfolgt. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Habt ihr den gesehen? Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Ich weiß wieder nicht, wie der heißt. Das ist so einer quasi mit einem... Löwe? Sieht der aus wie ein Löwe, der fliegen kann? So, oder? Ist er jetzt aus der Renderdistanz oder versteckt er sich, um mich zu schnappen? Sehe ich ihn echt nicht mehr. Schade. Ich hätte gern deinen Namen noch gewusst. Mach die Schnelle. Hä? Glitscht. Warte mal, da unten auch, oder? Raptoren, glitscht der da oben in dem Felsen? Griffin, so heißen die. Genau, Adlerkopf. Wo, die kämpfen dagegen irgendwas. Ist auch noch mal so ein See. Ist das der gleiche? Ist immer doch wieder, oder? Ja. Da haben wir die so nah dran, die Griffin. Naja, aber ich glaube, hier war ja grundsätzlich nichts. Auf diesem Berg. Was mich von oben. Raptoren drumherum. Hätte man direkt Zugang zum Schneegebiet. Und wir hätten rechts und links noch einiges zu erkunden. Ich würde mich hier auf dieses Plateau bauen. Huch. Hier oben. Wasser habe ich dann da unten. Und später könnte man sich dann nach hier unten ausbreiten. Wenn man dann eine größere Kampftruppe hat. Und bis dahin. Bis dahin kriegen wir die Dinos hier wie hoch? Da gab es, glaube ich, einen Zugang, gell? Hier hinten. Nee. Ah ja, genau, hier ging's. Hier konnte ich irgendwie so Rampen runterbauen. Ja, und dann können wir die hier einladen in die Base. Genau. Nicht wahr? Ich glaube, das mache ich so. Hallo, Terry. Naja, vielleicht bist du direkt unser erster Wächter hier.
Oder man zäunt sich halt hier dieses ganze Areal ein. Oh, ich glaube, da habe ich Bock drauf. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ach ja, genau. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht mit dem Teleporter. Ich würde es tatsächlich, also ich muss halt erst, ich kann den wahrscheinlich gar nicht bauen. Hier, was braucht der? Elektronik, Kristall, Polymer. Elektronik. Hier. Silizium. Ach du Scheiße. Und das Polymer, zumindest eins, konnte man auch herstellen. Obsidian. Ach, dafür brauchen wir das Obsidian. Okay. Und wo kriege ich, also was fehlt dann als einziges? Elektronik. Da brauche ich Silizium. Das waren Perlen, oder? Unter Wasser kriegt man die. Ich bräuchte zwei von den Dingern. Und dann könnte ich erstmal alles hierher transportieren und von hier dann quasi nochmal neu anfangen aufzubauen. Ja, ich würde die Raptoren hierher holen und den Mopsi und den Spooky. Den versuchen zu zähmen da unten. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich finde es hier schön. Hier haben wir auch nicht so ein Problem mit den Temperaturen. Gut, da sind die Griffins, aber die sind außer Renderdistanz insofern. Sollte das nicht so dramatisch sein. Holz ohne Ende, Kristall ist da hinten. Ich glaube, ein Stückchen weiter da rum ist mit Metall. Aber ich glaube, so machen wir das. Ich bleib hier. Ja. Also, beschlossene Sache. Das ist unser Moment. Wie weit kann ich raus? Hier ist Schluss. Das ist unser neuer Wohnort. Jawohl! Das ist die Überlegung. Was ist einfacher, an Argentavis zu zähmen oder an Silizium zu kommen? Vielleicht frage ich tatsächlich mal einen Freund, um das abzukürzen mit dem Silizium. Mal schauen. Okay, es wird jetzt, glaube ich, eh wieder duster. Ach so, ich habe ja das hier aus. Moment, 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 Moment. Jetzt habe ich es aus. Ja, 20 Uhr. Okay, ihr Lieben, dann danke ich euch nochmal fürs geduldige Zuschauen der heutigen weiteren Flugfolge. Wir haben unser Zuhause gefunden. Es ist genau hier, wo ich schon mal ein Zuhause hatte, das ich aber nicht so richtig auskosten konnte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier eine Butze gebaut und dann nicht mehr weitergespielt. Und das werden wir jetzt ändern. Und da freue ich mich drauf. Richtig arg. Schneeeulen, Leute, Schneeeulen. Was ich bisher noch nicht gesehen habe, sind wie gesagt Schafe. Brauchen wir unbedingt. Und Bären. Bären sind auch tolle Tiere. Ja, alles, wir müssen alles, alles ranschaffen hier. Nicht wahr? Jetzt haben wir einen Wohnhausplatz gefunden. Peterle, du bist gewachsen wie ein Irrer. Du wächst immer noch. Bist immer noch nicht fertig. Kriegen wir dich auf 1000 Ausdauer? Dann bist du der. Oh, Bayer, du brauchst was zu essen, Schätzelein. Was habe ich denn so dabei? Eine Bowle hätte ich. Duster ist es. Habe ich Tschüss gesagt zu allen? Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Ich gehe jetzt gucken, dass ich den Peter da noch ein bisschen Essen organisiere. Und dann überlege ich mir offscreen, wie ich das mit den Tieren mache. Ob ich die per Teleporter hierher bringe, was wie Cheaten ist, ich weiß. Oder ob ich ein Argentavis zähme. Ich wäge das mit mir selbst noch ab. Jetzt bist du hier eh duscht.
Also dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Bye, bye.